Hey ho, mein Name ist Fanzer und ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, beziehungsweise zu einer weiteren Ausgabe von Nice Prize. Im heutigen Video möchte ich mit euch eine Elite-Trainerbox aufmachen, um genau zu sein, eine zu dem Set Vivid Voltage im Deutschen Farbenschock genannt. Das ist die vierte Erweiterung des Schwert- und Schildzykluses und ist am 13. November 2020 erschienen. Also lange ist es her, dass dieser Release stattgefunden hat, aber das Ganze auch mit einer sehr großen Begeisterung. Denn in Vivid Voltage oder auch Farbenschock ist eine neue Rarität eingeführt worden, die sogenannte Mazing Rare, die sich durch ihren holographischen Effekt, durch ihre bunten Farbmuster sich auszeichnet. Und das Ganze findet im Rahmen von Nice Prize statt. Das bedeutet, dass ich dieses wunderbare Produkt für einen günstigeren Preis ergattern konnte. Nämlich hat mich der Spaß nur unglaubliche 29,99 € gekostet, was in Anbetracht dessen, dass das Set beinahe schon 3 Jahre alt ist und dass das Produkt im Allgemeinen auch als rar angesehen werden kann, ja, wirklich ein Schnapper gewesen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch noch mit dem folgenden Video eine gute Unterhaltung und mir natürlich das Packlack der Welt. Wenn ihr ebenfalls keine Schnäppchen verpassen wollt, dann tretet auf jeden Fall der Pokémetropole bei. Da gibt es einen separaten Channel, wo ihr informiert werdet, sodass ihr ja keinen Schnapper verpasst. Mal schauen, was wir denn so Schönes an Inhalt hier haben. Ich sehe schon, wir haben die wunderschönen gelb-roten Würfel, die Schadensmarken, Kartentrenner mit dem, ja, hühnermaximierten Pikachu drauf in 2 verschiedenen Varianten, ein Päckchen an Energien, eine Codekarte für das Online-TCG, die Pikachu-Hüllen, auch in der gelb-roten Optik und die 8 Booster-Packs von Farbenschock. So, schauen wir uns nochmal die Artworks an. Wir haben Zarude, wir haben Celebi, das Maritelit und ein, ja, übergroßes, dynamaximierte Pikachu. Ich sortiere das nochmal nach Artworks. Wir haben tatsächlich von allen 2 Stück und da fange ich am besten mit dem Maritelit an. Darauf folgen das Zarude, Celebi und als Last Pack Magic dann das große Pikachu. Was ich euch noch sagen wollte, sind nämlich die Wunschkarten, die schauen wir direkt uns gemeinsam mit dem Players Guide, mit dem Informationsbuch an. Da ist zum einen die VMAX Pikachu Karte zu nennen, die sehr, sehr knuffig ausschaut. Und dann haben wir noch die, wo sind sie? Die neuen Amazing Rares, hier haben wir beispielsweise das Rayquaza zu sehen und zu guter Letzt noch die wunderschönen Trainerkarten mit dem Neo, Deleon oder auch der wunderschönen Kate in der Full Art Variante, die ich nebenbei bemerkt hier als Glücksbringer in den Hintergrund, ja, hinstelle. Das war meine absolute Wunschkarte, die ich aus Farbenschock ziehen wollte. Das habe ich leider nie geschafft, weshalb ich mir die jetzt separat auf Card Market noch besorgt habe. Aber es wäre ja ein Augenschmaus, wenn wir das heute tun würden. Ich würde unfassbar gerne diese Karte selbst ziehen dürfen und vielleicht ist heute ja der Tag dazu gekommen. Ich wünsche euch, wie gesagt, ganz, ganz viel Spaß mit dem folgenden Video und es geht endlich los mit dem ersten Booster Pack. Zu Beginn eine Psychoenergiekarte, das Charmeleon. Ich werde jetzt nicht die Pokémon übersetzen, weil das wahrscheinlich meine ganzen Gehirnzellen erfordert, die ganze Zeit von Englisch zu Deutsch zu switchen. So, Telescopic Sight, wir haben das Funpi, ein Schuppet, Poochyena, ein Voltorb, Rockruff, die Reverse-Karte ist ein Galvantula und die Rare ein Clefable, ein Pixie, hoppala, da ist mir die Karte fast aus der Hand gefallen. Und es geht weiter mit dem nächsten Maritelit Booster Pack. Und hier habt ihr an dieser Stelle den allerersten Code zu Vivid Voltage. Viel Glück im Online-TCG. Und wir haben hier eine Unlicht-Energie-Karte, die Stone Energy Electric. ja, genau. Ich habe es richtig gelesen. Ein Krokorok, Voltorb, noch ein Rockruff. Mein Gott, jetzt habe ich es auch mit Aussprache. Whismur, ein Trubbish,
das Wooper, die gute Bär, die Arena-Leiterin, die sich auf Kampf-Pokémon spezialisiert hat und ein Donphan. Okay, bis jetzt sieht es ja sehr mau aus mit der Ausbeute. Ich hoffe, das ändert sich mit den Zarude-Boostern. Eine Sache möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, nämlich kann ich euch empfehlen, mal auf Card Market ja, vorbeizuschauen. Da sind derzeit zumindest die englischen Elite-Trainerboxen zu Vivid Voltage nicht im Angebot, aber noch für einen komfortablen Preis vorhanden. Für gewöhnlich war der UVP-Preis zum Release ja bei, ich sag mal, 40 bis 50 Euro. Auf Card Market wird diese ETB derzeit für 35 Euro angeboten. Aber möglicherweise hat sich das auch zum Zeitpunkt dieses Videos geändert. So, es geht weiter mit dem dritten Booster-Pack, beginnend mit einer Elektroenergiekarte. Wir haben Drone, Rotom, ein wunderschönes Riolu, Chimecho, Ninkada, Fortress und die Rare ist in diesem Falle ein Samurott in Regular Rare. Schade, schade, Schokolade. Also bis jetzt ist ja nichts Außergewöhnliches dabei gewesen, aber vielleicht kommt das Beste ja wie bekanntlich zum Schluss. So, wir haben als nächstes eine Stahlenergiekarte, das Winden Stadium, Rocky Helmet, den guten Alistair, Dedenne, Picky Pack, ein Chootle, Dynamo, Clobopus, Seedot in Reverse und die Rare ist ein Galarian Surfage. Das gute Galalauchzelot in Full Art. Das sieht richtig schön aus. Wow, die Farbkombination hier mit dem hellen Orange und das dunkle Pink und Lila und Blau und was auch immer. Das sieht einfach nur richtig schick aus. Wow. Und die Karte lieben wir doch mal direkt ein. Sie kommt auch geschwind in den Hintergrund. Die gute Kate hat uns Glück gebracht. Das Warten hat sich hiermit gelohnt und ich hoffe, wir können ja noch einen oben drauflegen mit dem nächsten Booster Pack, mit dem allerersten Celebi Booster. Und zur Feier des Tages gibt es an dieser Stelle den nächsten Vivid Voltage Code. Genau, ich musste kurz nochmal überlegen, wie denn das Set heißt. Ich war schon wieder bei der deutschen Übersetzung. So, wir starten dieses Mal feurig rein. Wir haben einen Swoobat, Excadrill, ein Makago, Mudbray, Poochyena, ein wunderschönes Charmander, Chatot, Joltik, die Reverse-Karte ist Drillbur und die Rare, ein Shaymin Holo. Sehr schön, da kommt auch schon der nächste Hit herangeflogen. Die Karte gefällt mir auch ganz gut, insbesondere mit der Brücke und dem Wasser im Hintergrund. Sehr, sehr schön. Ich mag Shaymin unglaublich gerne. Das ist ein zauberhaftes, mysteriöses Pokémon aus der vierten Generation. Vier Karten von hinten nach vorne und es geht los mit einer Wasserenergiekarte. Die Schönheit, nochmal das Winden Stadium, Nuzleaf, eine Woobat, wir haben Beldum, Britzel, Milcery, ein wunderschönes, wundersüßes, das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht, egal, ein Mähike, ein Skiddo, das Valma in Reverse und die Rare ist eine Metagross Regular Rare Karte. Schade, okay, aber man kann ja nicht aus allen Boostern etwas ziehen. Ich bin froh, wenn wir noch einen Big Hit ergattern würden, ansonsten bin ich soweit auch zufrieden mit der ETB. Es geht los mit dem allerersten von zwei Pikachu-Boostern. Beginnend mit einer Stahlenergiekarte, das Shuckle. Oh, Urgel hatten wir heute noch gar nicht, was da möglicherweise einen Pikula frisst. Aber das ist alles nur Spekulation. Oder wie ich gerne mal sage, Spekulatius. Duskull, wir haben Electrike, Pineco, ein Exploud in Reverse Rare sogar und dahinter noch ein Garbodor. Ja, wenigstens sieht das Artwork sehr schön aus, aber das bringt uns gänzlich wenig, denn das ist nicht dieser Big Hit, den ich mir versprochen habe. Vielleicht aber im letzten Booster, vielleicht ja als Last Pack Magic. Wir finden es gemeinsam heraus.
Aber auch ihr könnt noch ein letztes Booster Pack im Online TCG öffnen. Viel Spaß damit. Und wir starten mit... Oh nein, ich habe den Kartentrick falsch gemacht. Nein, ich habe mich verzählt. Wie konnte das denn passieren? Oh Mann. Ja, das ist natürlich unangenehm. Vor allen Dingen, weil wir einen Pull dahinter haben. Wir haben Colossal V nochmal als Big Hit ziehen dürfen. Und ja, eine Blood-Energie-Karte. Swallow. Ach komm, jetzt können wir das auch alles überspringen. Oh Mann. Zap Striker, Dusclops, Cottony, ein sehr schönes Artwork. Mudbrace, Lagma, Whismur, Execute und Sander in Reverse. Oh nein, das ist mir auch noch nicht passiert. Ach komm schon, ausgerechnet beim letzten Booster Pack. Okay, wir kommen zum Recap des heutigen Videos. Entschuldigt mich für diesen Fail, das ist, wie gesagt, mir noch nie passiert. Ich habe noch Tränen in den Augen vor Lachen. Auf jeden Fall haben wir im heutigen Video drei Hits ziehen dürfen, nämlich das Shaman in Holo, ein Colossal in V und mein persönliches Highlight, das Gala Surfage in der Full Art Variante. Schade, dass wir keine Amazing Rare zu Gesicht bekommen haben, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit der heutigen Ausbeute. Etwas zu lachen gab es auch. Und ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Eure Franza und ciao, ciao!